Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist der Freitag vor der Roleplay Convention, wo ich mit meinen Freunden nachher hinfahre, wenn die irgendwann da sind. Und ja, bisher habe ich schon gepackt. Auch endlich mal. Der Koffer ist mal wieder zum Platzen voll. Zum Glück kaufe ich da nicht so viel. Hier ist noch so ein bisschen Rüstung, Props, alles, was nicht so richtig in den Koffer gepasst hat. Und zu guter Letzt noch meine Flügel zum Wäsche abnehmen. Hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. Ich werde jetzt nochmal schnell ein paar Snacks für die Fahrt kaufen und dann sehen wir hoffentlich auch schon Svenja und Jana. Und da bin ich wieder, ganz schön warm draußen. Mal sehen, wie wir das in den Hallen der RPC überlegen. Für die, die da noch nie waren, das ist in derselben Halle wie die Gamescom. Und ja, Klimaisolation ist da nicht so der Knaller. Aber wir werden es schon schaffen. Die Fahrt schaffen wir jetzt erstmal mit diesen Kaustangen vom Hitchler. Keine Ahnung, die mag jeder. Genauso wie Apfelringe. Dachte, damit kann ich nichts falsch machen. Und dann noch drei Kaffee, damit wir die Morgende schaffen. Der Hotelkaffee schmeckt ja erfahrungsgemäß irgendwie nicht so gut. Ja, mal sehen. Ich brauche ja eigentlich nur zwei, aber vielleicht hat einer von den anderen keinen Kaffee. Mal sehen. Lieber immer einen zu viel mit haben, denke ich mir. Und ja, jetzt müssten die anderen eigentlich auch schon bald kommen. Ach, das ist so. Ich film euch. No. So, wir haben jetzt endlich alles eingepackt. Der Kofferraum geht noch zu, glaubt es mir wirklich. Ja, haben wir drei, von drei Leuten Kostüme mit? Von vier Leuten? Man weiß es nicht. Ihr habt beide zwei. Ja. Fünf Kostüme. Wo lag der? So sehen fünf Kostüme und normale Klamotten aus. Wein. Und hatten wir hier hinten nicht so viel. Wir sitzen alle, es geht los. Habt ihr Bock? Ja! Habt ihr anderen auch Bock? Ja. Sushi! Freut ihr euch auf Sushi? Sushi! Freut ihr euch auf die RPC? Sushi! Okay, ich sehe, wo unsere Prioritäten liegen. Wein! Und ab geht's! Eine Reise auf deutscher Autobahn und Baustelle. Und keine Con ohne Last-Minute-Arbeiten im Auto. Und jetzt stehen wir. Der Party! Wir sind angekommen nach nur, weiß ich nicht, ich weiß nicht, 5 Stunden oder so anstatt 3. Es war jetzt nicht so schön, wir hatten viel Stau, ja. Viele Baustellen und jetzt müssen wir noch schnell unsere Tickets holen. Oder Svenjas Ticket. Und dann geht es auch schon. Das Beste sind sowieso die Garnelen, die sind richtig lecker. Steak beim Chinesen macht auch mal, beim Japaner macht auch mal Sinn. Und wir sind wieder im Hotel angekommen. Wir sind zum Platzen gefüllt und wollen eigentlich nur noch ins Bett. Svenja will noch duschen. Aber wir zeigen euch noch kurz unser gutes Hotel. Das ist unser Badezimmer mit Badewanne, so voll luxuriös. Ein schöner großer Spiegel, was praktisch ist, weil wir beide unsere Schminkspiegel vergessen haben. Vielleicht haben wir so doch eine Chance. Ein Klo auf dem Telefon, man weiß ja nie. Manchmal dauert es ja halt länger. Eine moderne Kunstlampe. Ein Fernseher, der nur ausgeht, wenn man ihm den Strom zieht. Nein, der geht auch anders aus, aber es hat eine Weile gedauert, bis wir es rausgefunden haben. Da haben wir die liebe Svenja. Immer noch an ihrem Kostüm arbeitet. Fleißig wie immer.
zwei Betten. Leider haben wir dieses Mal kein Doppelbett bekommen. Man kann nicht alles haben. Hier haben wir noch einen weiteren Spiegel. Und natürlich die Aussicht. Also, Zirkus! Man kann es jetzt ein bisschen schlecht sehen wegen Spiegelung in der Scheibe und weil sich meine Kamera nicht scharf stellt. Aber da drüben ist ein Zirkus, was bisher nur in so ein bisschen flackernden Lichtern resultiert hat. Aber man weiß ja nie. Ja, das war es dann von uns. Wir werden jetzt nur noch duschen und ab ins Bett. Es ist jetzt auch schon 11, glaube ich, ungefähr. Ja, wir sind fertig, wir sind vollgefressen und morgen geht's ab auf die RPC. Guten Morgen, da sind wir wieder. Heute ist der, ich weiß auch nicht wie vielte, der Samstag von der RPC. Und ja, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Es ist 10:45 oder so. Wir sind immer von der frühen Sorte. Ja, wir haben den Wecker seit 8 Uhr snoosen lassen. Naja, aber wir sind beide angezogen. Hier seht ihr jetzt die liebe Svenja. Wie sie als Lady Loki. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Unser Hotelzimmer ist das reinste Chaos. Aber naja, so ist es ja irgendwie immer. Heute ist es zudem auch noch schweinewarm. Es ist so warm, dass wir fürs Fertigmachen die Klimaanlage angemacht haben, die wir sonst nie benutzen. Und ja, mal sehen, wie lange wir unsere Kostüme tatsächlich anhaben werden. Ich habe da meine Zweifel, aber naja, jetzt sind sie fertig, jetzt müssen sie auch getragen werden. Noch bin ich guter Dinge. Ja, ich auch. Naja, wir sehen uns später. Jetzt sind auch Jana und Lukas da. Man sieht Lukas nicht, weil es denn so hell ist, aber da ist Lukas. Ja. Ich glaube, ich schmeiß alles mit meinen Flügeln runter. Wieso wird Kawaii dich so nett? Naja, du nicht. Also, du bist mächtig. Okay, du bist ein süßer Samurai. Egal. Drinnen stehen überall Ventilatoren, zumindest an den coolen Ständen. Ich glaube, wir standen jetzt gerade eine halbe Stunde vor dem Ventilator am Fotostand. Ich hasse Martin. Ständig. Das ist Martin. Die Einzige. Wir können einen Martin-Hass-Fanclub machen, aber ist in Ordnung. Ja, hier war eben Dudelsack-Spiele. Eigentlich wollte ich euch das zeigen, aber ich habe meine Kamera mal wieder nicht gefunden. Ja. Wir gehen jetzt auf jeden Fall bald umziehen, weil es halt echt schweinemäßig warm ist. Meine Ohren tun auch ganz schön weh, weil sie sich hier so von der Perücke wegdrücken. Ja. Und wir wollen noch ein bisschen was von der Con haben, als der Gedanke war noch zivil geklamottet ist. Naja, bis später. Wir haben uns jetzt gerade umgezogen, weil uns war viel zu warm in unseren Kostümen und wir hatten schon ein paar schöne Fotos gemacht. Und wollen uns jetzt die Con nochmal richtig angucken und endlich frühstücken. Jetzt um 17.30 Uhr oder so. Cannonballs, cannonballs, cannonballs,
Wir haben uns gekauft Scottish Blood, das ist Met mit Whisky und mein Müll. Was ist dein Müll? Pflaume. Purin, glaube ich. Naja, Met mit Pflaume. Tag nach der Aftershow-Party, Sonntag von der RPC. Okay. Es ist jetzt, wie spät? 10:22 Uhr. Wir sind wieder ganz früh dran, machen uns jetzt langsam fertig. In anderthalb Stunden müssen wir ausgecheckt haben. Deswegen beeilen wir uns jetzt. Läuft bei uns. Läuft. So, ich bin jetzt fertig angezogen. Svenja, not so much. Svenja zieht sich jetzt aus. Wir haben nämlich Besuch. Yeah, da ist noch mehr Besuch. Denn unser Besuch filmt Svenja für ein Uni-Projekt, beziehungsweise hat sie schon zu Hause besucht, das ein bisschen dokumentiert. Ja, das machen wir jetzt noch, dann checken wir aus, tragen unseren ganzen Kram rüber. Ja, und dann geht's ab. Film ich mich gerade? Ja. Wie ich hier sitze wie so eine Schildkröte und versuche nicht zu sterben. Ja. Ja. Ich finde das sehr süß. Du bist eine sehr süße Schildkröte. Dutzi, dutzi, dutzi.
gerade. Schmerzen bei den Füßen, Schmerzen bei den Schultern. Es fühlt sich schön an, das Make-up abzuspielen. Es ist verfickt heiß. Das war's eigentlich. Ich habe nicht mal groß Hunger. Wunder, Wunder. Ja. Ich glaube, das war's. Ja, die RPC ist jetzt offiziell over. Ich liege jetzt oben auf dem Parkdeck und werden dann jetzt von dannen fahren. Ich weiß nicht, was ich fahre. Jana, was ist los? Jana, rede mal doch. Okay, ich fahre. Du fährst jetzt. Komm, Jana. Wir sind jetzt bei Burger King. Wir haben endlich Essen. Wir sind sehr glücklich. Das ist unser Food. Seid ihr glücklich? Meinst du, ist alles eingepackt? Seid ihr glücklich? Na klar.